Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Ich bin direkt schon mal ein Stückchen weiter vorausgelaufen und habe euch einen Kampf erspart mit so einem doofen Drachen wieder, aber der ist gar nicht so stark. Aber zwei von denen wollte ich zu Ende des letzten Parts jetzt nicht aufnehmen bei der Schwäche der Krieger, die wir so hatten. Aber jetzt mal zum Häschen zurück. Herr Heinz spaziert. Achso, wir können ihm einfach nur Sachen kaufen, oder was? Okay, dann machen wir das mal. Kaufen mal 10 davon. Und davon nochmal 10. Hütte haben wir noch 10. Ich denke, das geht. Schuriken wären ziemlich cool. Davon nochmal 10 Stück zu kaufen, kann, glaube ich, nicht schaden. Bomberarm. Götterzorn haben wir gar nicht. Blitzra. Davon hole ich mal 3 Stück. Polarwind. Ich denke, wir sind soweit ganz gut ausgestattet. Wir haben auch nur noch 479 Gil. Da könnte man... Ja, da könnte man vielleicht nochmal von den einfachen Sachen was holen, aber... Ja. So, holen wir uns 5 Phönixfedern und haben noch 10 Schuriken geholt. Das ist richtig gut. Ich dachte eigentlich, das Häschen sagt noch was. Aber na gut. Wir benutzen mal eine unserer Hütten. Nee, das machen wir mal andersrum. Mal von oben runtergehen, bitte. Eine Hütte, bitte. Einmal eine Hütte, bitte. Weil wir es können und weil wir dürfen. Und an der Stelle werde ich natürlich auch speichern. Das ist nicht ohne Grund hier. Mit spannender Musik. So. Was sagen die hier eigentlich? So tagebuchmäßig, Sid Edward Young, bitte bleibt am Leben. Ja, wir sind auf dem Weg zu ihnen. Und dürfen uns nochmal rumschlagen mit Angriff von hinten, die Schweine. Diesmal werden wir nicht flüchten. Warum auch? Die kriegen wir auch so platt. Machen wir einen Protis. Die sind übrigens schwach gegen Blitz. Also wieder schön drauf. Ich weiß gar nicht, ob Protis da so hilft. Vielleicht eher Blink. Nö, Protis auch. Kriegt da auch mal ein Gemach. Der doofe Drache, der ist mir ein bisschen zu hastig hier. Nicht so hastig, kleiner Hobbit. Dann beten wir nochmal eine Runde und treten beide. Hoffentlich stirbt er nicht. Doch, er stirbt. Na toll. Können wir gleich direkt wieder eine Phönixfeder verwenden hier für Edge, weil ich nicht aufgepasst habe. Und Beatra einmal. Na komm, jetzt der eine doofe Drache kann doch jetzt wirklich mal sterben. Haben die nicht wieder was abgezogen hier, ey? Die Schweine. So, jetzt aber go, go hier auf dem Drachen. Kann doch nicht sein. Bams, und wieder voll runtergegangen. Stirbt der jetzt endlich mal? Ey, diese Drachen. So, draufhauen bitte. Ich beschwöre jetzt Raben, kein Bock mehr. Jetzt kommt ein richtig großer Drache auf den anderen Drachen, wenn ich jetzt nicht vorher sterbe. Wir kontern, das ist gut. Das ist super. Dankeschön, Cecil. Und der kontert. Wahrscheinlich ist er sowieso jetzt platt. Nein! Wir beschwören den anderen Drachen. Ja, da haben die beiden jetzt aber auch drauf gekloppt. Also ich hatte jetzt auch vor der Aufnahme des Part 2, die waren ganz schnell irgendwie erledigt. Komisch. Na also. Mensch. Geht ja gar nicht. Edge-Stufe, Rydia-Stufe. Angestiegen. Immerhin. Wir stoppen diesen Wahnsinn für alles Leben auf dem blauen Planeten. Wir gehen vor allem jetzt erstmal wieder zurück und beleben die wieder. Also, das war mir dann doch zu happig hier.
Ich habe keine Lust, die jetzt alle wieder zu beleben. So. Mit einem Zelt. Das sollte reichen. Ich kann gleich wieder schlafen gehen. Und gleich wieder hin und wieder zurück. Nein, das wäre ziemlich blöd. Aber es funktioniert wenigstens auf die Art. Geht's allen wieder gut? Oder nicht so? Ja, so halb-halb halt. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Ja, ist halt nicht Full Power, aber muss auch nicht sein. Hauptsache, wir kommen mal weg hier. Tschüss, Häschen. Gigant von Barbie Passage vollständig. Elixier erhalten. Oh, ein Elixier ist gut. Ein Elixier ist immer gut. So, Gigant von Babel Treppenhaus. Ab ins Treppenhaus. Oh oh. At last you've come. Nicht er schon wieder. Cannot be stopped. But you can. Oh nein. This will be your doom. Oh oh. You again. Our master Seamus gifted us with life. To rob you of yours. How I yearned for this. When last we met, you taught me a great truth. That many are more powerful than one. I'll restore you to full strength. Aber sehr schlau von ihm. Now, show us what power you possess. Oh, der heilt uns sogar vorher. Wieso heilt er uns eigentlich immer? Ich verstehe es nicht. Aber okay, ist nett von ihm. Die vier Elementarfürsten, das wird sicherlich nicht einfach, Leute. Also, ich sterbe hier bestimmt. Wir greifen einfach mal an. Und machen Protes. Auf alle. Und beschwören mal direkt Leviathan. Einfach mal. Segen. Und treten. Kontert mit Fluchgesänge oder sowas. Ich weiß nicht, was das mit uns macht. Keine Wirkung, immerhin. Okay, go, go. Wir machen auch einen Blink auf Edge. Besser ist das. Es hat bisher keine Wirkung hier gezeigt, was Glück für uns ist. Ich mache einfach mal. Er kontert auch immer nach jedem Schlag. Das ist nicht so schlimm. Bisher. Und Gemach kriegst du auch von uns. So, erstmal beschwören wir aber Leviathan. Vielleicht hilft das ja. Oh ja, das hat gut reingekloppt. Ich mach mal wie drauf alle. Rosa ist irgendwie davon betroffen, von diesem Ding, was er da macht. Der kriegt jetzt erstmal einen Gemach. Schön langsam, mein Großer. Den haben wir doch bald klein. Den kriegen wir noch klein. Oh ja. Da hat er sich verwandelt in den nächsten. Ich mache wieder einen Blink. Diesmal auf Rosa selber. Und Medica auf Rosa. Und greifen an. Immer angreifen, angreifen, angreifen. Er kontert mit Lähmung. Keine Wirkung, sehr schön. Wasser sammelt sich zu Kagnasos Füßen. Eigentlich wäre da nicht Alfred gut gewesen, sondern, Ramu. Natürlich, als Gegenzauber, würde ich sagen. Aber vielleicht hilft Alfred ja auch ein bisschen.
Naja, ein bisschen. So, Rosa geht's wieder besser. Er macht einen Tsunami. Das kann übel ausgehen. Zumindest für Rydia. Habe ich mir gedacht. So, Rosa geht's ein bisschen wieder besser. Vielleicht magst du mal... Ach komm. Greif einfach an. Und du machst bitte mal einmal Erzengel, wenn wir können. Und wir können. Ich überlege gerade, was am besten ist. Ich mach mal Hast auf sie selber und wieder angreifen und angreifen, angreifen, angreifen. Kontakt mit Lähmung. Ich hoffe, das wirkt wieder nicht. Keine Wirkung. Sehr schön. Tsunami. Oh, oh. So, wir haben Hast bekommen. Und ein Erzengel auf Rydia. Die kann jetzt wieder Ramo beschwören. Das ist sehr gut. Braucht aber unbedingt auch Schutzzauber. Wenn ich das mal so richtig sehe. Protest. Rydia. Beschwören. Ramo. So. Du kriegst nochmal ein Gemach. Oh ja, er hat's. Wir haben es geschafft. Da kommt die nächste. Die kriegt auch gleich ein Gemach. Ist auch egal. Kann nicht schaden, auf keinen Fall. Protes nochmal auf alle. Oder. Nee, Blink eigentlich. Ach, sie macht jetzt erstmal hier. Sie macht erstmal Ramu. Was jetzt wieder falsch wahrscheinlich ist. Was hatte sie nochmal? Sie hatte Wind, ne? Ich weiß gar nicht, was gegen Wind hilft. War das Wasser? Keine Ahnung. Oh. Ach, die Geschichte mit dem Sprung war das. Stimmt. Ja, dann heilen wir erstmal. Das kann nicht schaden. Ein Treten. Mal gucken, ob das hilft mit den normalen Angriffen. Wir machen mal Bahamut. Ist Bahamut eine blöde Idee wegen Wind? Ich analysiere sie nochmal. Sie kriegt auf jeden Fall einen Blink nochmal, die Rydia. Und wir müssen heilen. Das ging daneben. Also das hat nicht geholfen. Okay, Steinstrahl. Das ging daneben. Sehr schön. Ich mach mal eine Lebenshymne. Ist der Fusoya jetzt tot? Nicht? Okay. Warum auch immer. Können wir denn irgendwas machen? Bio vielleicht? Das wäre doch mal eine Idee. Ich habe den Leviathan-Angriff irgendwie nicht, ne? Wir sehen, deswegen habe ich mich gewundert. Geht denn Bio bei ihr wenigstens? Ja, sehr schön. Was hilft denn gegen Wind? Und was ist mit Cecil los? Er ist irgendwie versteinert. Kannst du dem mal irgendwie helfen? Kann die mal rauskommen hier? Vielleicht könnten wir einen Schuriken werfen, damit die mal ihre Haare da sein lässt. Vielleicht kann uns Shiva ja helfen. Ja, doch, das hat ganz gut geholfen. Ich werf mal. Ich werf mal einen Shuriken. In der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Oder Drache? Ich hole mal den Drachen. Zu Hilfe.
Warum hilft das denn nicht mit dem blöden... Ach, das ist... Ach, weiß nicht. Das war einfach super damals, als Kane uns geholfen hat mit seinem Sprung. Und jetzt... Tja. Jetzt irgendwie nicht mehr so. Da müssen wir anders vorgehen. Jawohl, und da ist er da. Okay, jetzt geht's hier wieder richtig ab. Bitte tu uns nichts. Was können wir dann mal machen? Bahamut beschwören. Ich geh drauf. Das weiß ich jetzt schon. Die leben noch. Tatsächlich. Ja, dann. Angreifen. Immer schön angreifen. Oh nein! Die sterben mir hier weg. Die fliegen gleich. Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Ja, das war's. Och Mann, und ich hab's bis zum 4. geschafft. Toll. Wie doof und ärgerlich. Ach, das ärgert mich jetzt schon wieder. Da werde ich einen Cut machen natürlich und mich so weit durchschlagen, dass ich wieder bei ihm bin. Und mir mal Tipps holen, wie man ihn ganz schnell klein kriegt. Aber ich habe auch irgendwie auf einmal, ich weiß nicht, ob die so viel LP abgezogen haben, wenn sie gestorben sind. Weil 3 krieg ich hin. Also das war jetzt nicht so schnell, dass man das nicht hinkriegt. Da hatte ich schon schwierigere Kämpfe, muss ich sagen. Aber er hier als letztes, ich hole mir mal Tipps nochmal, wie man ihn besiegen kann. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Und eine neue Runde wartet auf uns. Wenn ich jetzt sterbe, darf ich alles nochmal machen. Aber dann ist es leider so. Ach ja, mehr als es versuchen kann ich ja auch nicht. So, nochmal schön Protes auf alle, bitte. Und Gemach sollten wir eigentlich auch nicht vergessen, wenn es geht. Ja, das war noch die Lebenshymne von der Runde davor. Mach einfach mal, ne? Wir machen mal Ramu. Warum nicht? Ist, glaube ich, egal, was wir gerade machen. Gemach bitte einmal. Schnell, schnell. Und angreifen. Oh, das hat schon wieder hier alle... ist unglaublich, wie schnell das geht hier. Wenigstens hat er Gemach schon mal bekommen. Und wir beschwören einmal Ramu. Ich weiß nicht, was hilft. Ich habe nachgeguckt. Viele Tipps gibt's nicht. Außer halt Gemach und Aisra, genau. Das sollen wir auch machen. Ich überleg mal Edge erstmal wieder. Und greif an. Er hat seinen Mantel zugemacht. Aber wir können ja trotzdem angreifen. Shiva könnte hilfreich sein, weil er Feuer halt irgendwie benutzt. Oder das Element Feuer ist so seins. Und du machst mal ganz schnell Vigra auf alle. Sonst haben wir ein Problem. Er kontert mit Folga. Das ist so fies. So gemein. Das war es auch schon wieder mit Fusoya. Oh, unglaublich. Ganz schnell Phönix wieder. Ja, ja. Mach mal zu hier. Sonst haben wir gleich ein Problem. Haben wir wahrscheinlich sowieso schon. Greif mal an. Er kontert wieder. Shit. War nicht so gut. Ach, Mann, oh. Er hat seinen Mantel offen. Das wäre eigentlich die Chance mit Angreifen. Aber wir müssen wiederbeleben. Und dass Rydia wiederbelebt wurde, ist gut. Sehr gut.
Shiva. Ganz schnell Shiva. Ah. Ob sie das noch schafft, weiß ich nicht. Aber es wäre gut, wenn sie es schafft. Es ist nicht einfach hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil er einfach so unglaublich draufkloppt. Es ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf ihn drauf zu hauen, dann macht er Feuer. Und dagegen sind wir gerade nicht so gefeit. Das war gut. Er kontert natürlich. Jetzt haben wir Schaden bekommen. Heilen uns aber auch wieder. Komm, mach zu hier, Rüdiger. Das wäre nicht schlecht. Noch hat er den Mantel offen. Das war's. Das war's. Drei Leben noch. Das ist, hätte besser laufen können, aber hey. Drei sehr wichtige Charaktere leben noch, die Erfahrungspunkte bekommen. Und das macht mich happy. Rosas Stufe ist angestiegen. Und eine Errungenschaft für alle Mentalfürsten besiegt. Skarmiglione. Meister Zimus. Ja, das war's mit dir. Wir haben versagt. Ja, das habt ihr. Nicht schon wieder. Barbarizia. Ich glaube, die wollte diesmal wirklich gewinnen. Eine vernichtende Niederlage. Tja, Rubikante. Ciao. Pech für euch. Und das war's mit euch. Was ich gut finde. Wo geht's jetzt hin? Kontrollkern des Giganten. Hier befindet sich das Herz des Giganten, sein Kontrollsystem. Ist das riesig? Wir müssen zuerst die Abwehrdrohne zerstören, sonst regeneriert sich das Kontrollsystem immer wieder. Nein!